Ich weiß, weißt du, Gregor, das lief bei mir ein bisschen anders. Ich weiß es nicht. Ich stand da an dem schwarzen Brett in Potsdam und der Intendant hat zu mir gesagt, Schnupsi, es geht los mit einer ganz großen Sache. So, habe ich gedacht, schön, da werde ich ja schön spielen, fein. Hab das gelesen und die saßen da alle rum und bei Brecht stehen die ja so ein bisschen anders in der Reihenfolge, die unten. Und ich dachte, meine Rolle steht ganz unten, das allerletzte. Grusche, ein Küchenmädchen. Ich sag, na, ist doch nicht so schlimm, Grusche, ein Küchenmädchen steht als allerletzte. Ist doch, kann ja nur das letzte sein, so. Plebs ganz unten, da oben stehen ja die ganzen Hauptrollen, ne, und so. Und dann bin ich in die Dramaturgie gegangen in Potsdam, hab mir mein Buch geholt und ich dachte, ich krieg einen Knall. Jede Seite, Grusche das Küchenmädchen, Grusche das Küchenmädchen. Und ich dachte, du lieber Himmel. Und ich kannte das Stück nicht, ich kannte gar nichts von Brecht. Wieso soll ich denn was von Brecht? Ich war einmal im Brecht-Theater. Also, aber sonst war ich nicht da und kannte das auch nicht. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt lese ich den ganzen Brecht. Und dann bin ich in die Bibliothek gegangen, vergesse ich mein Leben nicht. Und habe gesagt, ich würde gerne alles von Brecht haben. Und da hat die zu mir gesagt, na, was denn da? Na, ich sag erstmal alles so, dass ich mich durchlesen kann. Und dann sagt sie, das haben wir, dann müssen Sie in die große Bibliothek gehen oder so. Ich sag, wieso viel hat denn geschrieben? Und dann habe ich gesagt, fange ich erstmal mit den Theaterstücken an. Und da kam die mit so einem Regal, Einkaufswagen, Regal 5 oder so. Und dann dachte ich, nee. Also dann habe ich erstmal angefangen, überhaupt Brecht zu lesen, während dieser Arbeit.